Pass auf, wir nehmen mal hier. Ich mache mir gerade ein bisschen Munition. Sehr schön. So, ein bisschen normale Munition. Dann würde ich fast sagen, für die Standardpistole, dann haben wir, wie viel Schuss jetzt? 30, 34 und 7. Okay, alles klar. Die antike Münze lege ich noch weg. Wir nehmen noch einmal normale Arznei mit. Dann haben wir dreimal Heilung. Das Gun Repair Kit. Ich weiß nicht, ob wir da noch eine Waffe für finden, ehrlich gesagt. Oder kann ich damit vielleicht eine Waffe verbessern? Kann ich die 44er Magnum damit verbessern? Nee. Also wir werden noch irgendeine Waffe kriegen, wahrscheinlich, die dafür ist. Okay. So, die 44er Magnum werde ich aber noch nicht mitnehmen, aus Gründen. Weil einfach aus dem Grund, die werde ich mir für den Endkampf, für den wirklichen Endkampf. Also wenn jetzt wirklich drei Zombies kommen, dann kommen noch zwei. Dann will ich dafür eigentlich noch nicht die gute Muni verschwenden. Ich bin so geizig, ich weiß, aber trotzdem, das ist es mir einfach nicht wert. Pillen, so. Spielzeugpistole, ich weiß nicht, wofür die da ist. Ich leg die erstmal weg. So. Dann mache ich jetzt noch... Warte mal, Heilung haben wir eigentlich genug, oder? Soll ich nochmal Heilung machen oder soll ich Spezialmunition machen? Pass auf, wir machen einmal Heilung und einmal Spezialmunition. Wäre das was? Ich glaube, das wäre was, oder? Wir machen einmal Heilung. Pass auf, machen wir so. Einmal Heilung. Und einmal... Wo ist das Schießpulver? Schießpulver, Schießpulver, Schießpulver. Ich sehe es gerade nicht. Wo ist es? Wir haben ja so viel. Hier. So. Einmal Heilung, einmal Spezialmunition, bitte. So, Spezialmunition. Verbesserte Pistolenmunition, genau. Und einmal hier Heilung, bitte. Okay, sehr gut. Sehr gut. Dann lege ich das nochmal weg. So. Pistolenmunition. Wir haben jetzt 37, dann könnte ich die eigentlich nochmal weglegen. Zum Saven. Okay. Okay, okay, okay. Soll ich das nochmal weglegen? Wenn ich davon ausgehe, dass wir jedes Mal wieder zurück können, nach jedem Kampf, lege ich es lieber. Obwohl, wir haben, guck mal, wir haben so viel Platz. Eigentlich kann ich es da lassen. Falls ich nämlich was finde. Ja, komm. Machen wir so. Gut. So, jetzt ist die Frage: Soll ich irgendeine Spezialwaffe mitnehmen? Granatwerfer, wir Flammengranaten. Ich weiß nicht, was jetzt als nächstes kommt. Es wird wahrscheinlich ein sehr schneller sein. Ein sehr schneller Kollege. Ich weiß es nicht, Leute. Soll ich nicht? Verbesserte Pistolenmunition. Ups, warte. Verbesserte Pistolenmunition. Ich nehme mal die verbesserte Pistolenmunition, um gegen den zu kämpfen, oder? Wenn das ein schneller Gegner ist, ich nehme mal die verbesserte erst. Ich bin, ganz ehrlich, ich bin immer so scheiße geizig mit dem Zeug, ganz ehrlich. Ich bin so verdammt geizig. So. Jetzt weiß ich nur nicht, welches der richtige Code ist. Wahrscheinlich muss ich jetzt unten durch die Tür, aber 1408, du bist als nächster dran. Dann ist 1408 wahrscheinlich der Code, oder? Und irgendwas macht der Lucas da, irgendwas ist der am Vorbereiten wahrscheinlich. Es wäre doch nicht nötig gewesen, eine Überraschungsparty für mich zu organisieren, lieber Lucas. So, mit G wechsle ich die Munition, wir haben... Okay, alles klar. Ich mache aber erst nochmal die normale. Kann ich jetzt hier nochmal einen Code eingeben? Mal gerade gucken. So, ich gebe jetzt mal 1408 ein, ja? Nein. Okay, das hat er nicht gewertet. Open! 1408. Alles klar. Was passiert, wenn man das am Anfang eingibt? Nur mal so nebenbei. Das würde mich mal interessieren. Das werde ich mal im Stream ausprobieren. Buddy, this is a test of skills, so no cheating. That shit you're carrying, get rid of it. Willst du mich verarschen? Dafür steht die Kiste hier. Alles. That shit you're carrying, get rid of it. Alles klar. Du kleiner Sack, Ethan. Ethan, Entschuldigung. Du kleiner Sack, Lucas. Der will, dass wir alles wegpacken. Okay, pass mal auf. Ich werde mal die Waffen wegpacken.
So, mal gucken. Lässt er mich jetzt rein? That shit you're carrying? Get rid of it. Verdammt, ich glaube, ich muss alles wegpacken. Scheiße, scheiße, dieser kleine Drecksack. Das ist der Raum aus dem Video. Gut, theoretisch weiß ich ja noch, was ich machen muss. Das Problem ist nur... Die Heilung, ja, komm. Das Problem ist nur, wenn... Jetzt ist die Tür aufgegangen. Nur mal gerade spaßeshalber. Schade. Ja, hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Aber wo sieht der uns? Wo hat er hier seine scheiß Kameras? Ich weiß nicht, wo der hier die Kameras hat, wie der uns sehen kann. Ich habe noch keine Kameras gesehen. Ja, ich weiß, was hier los ist. Ich weiß. Have a nice day. Mit dir werde ich auch noch abrechnen. Scheiße. Ja. Weil das Problem ist, sobald wir den Stopfen hier hinten rausziehen, läuft ja dieses Zeug hier rein. Und ja, wieso kann ich den Herd noch nicht anmachen? Sind jetzt die Rätsel hier anders? Scheiße. Ja, das ist für den Luftballon, schon klar. Das müsste derselbe Raum sein, in dem Clancy war. Oh, die Fernseher sind nicht an. Okay, das heißt... Das heißt, der hat jetzt irgendwas wahrscheinlich geändert. Ich kann nicht dasselbe nochmal machen. Schade. Ich gucke mich trotzdem erstmal um, bevor ich da reingehe. Dann wird nämlich die Kerze wahrscheinlich wieder ausgehen. Hier kann ich auch nichts machen. Das konnte ich ja in dem Spiel... So, hier ist der Klo. Hier kann ich auch nicht spülen. Also das heißt, das Rätsel ist nicht dasselbe. Irgendwas ist jetzt anders. Okay, hier liegt wieder dieser riesige Luftballon. Das aussieht wie ein Furzkissen. Ja gut, dann... Scheiße. Okay, immerhin geht Licht an. So, ist der Escape Room jetzt scharf geschaltet? Wollt ihr das mit... Das... Alright, what do you say we play a little game? All you gotta do is light the candle and put it on the cake. Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building. Somewhere. I think. I'm not sure anymore. Scheiße. Ach, jetzt kann er auf einmal diese Bretter wegreißen, oder was? Vorher ging das nicht. Was hat das jetzt gebracht? Was? Hä? Ethan, was? Okay, ich habe einfach... Gut, das ziehe ich jetzt noch nicht raus, weil dann geht die Flüssigkeit hier. Die verteilt sich dann. Okay. Oh, ich habe mir das nicht gemerkt. Warte. Skorpion, hängende Frau, Embryo. War das das? F, okay. Nee, da passiert nichts. Warte mal. Nee, Krähe. Nee, hängende... Warte mal, war das... Hängende Frau, Krähe, Embryo, glaube ich, oder? Ja! You! Die Strohpuppe. Alles klar. So, die Strohpuppe. Warte ganz kurz. Die war... Das war dieses... Ja, ja, toll. Die Strohpuppe muss sich abfackeln, richtig? Oh. Scheiße. Wow, okay. Alles klar, gut, dass ich nicht rangestanden habe. So. You. Genau, das war der Puppenfinger. So. Den geben wir ihm hier. So, dann kann der nämlich gleich schreiben, sobald wir ihm das tolle Ding gegeben haben, was er gleich in uns reinschießt, der kleine Sack. Es kommt kein Wasser heraus, ja, schon klar. So, jetzt sind die Sachen auch frei, alles klar, jetzt kann ich mir die Sachen holen. So, was war das hier nochmal? Ballon oder was war das? Ich glaube, den Aufziehschlüssel hole ich mir wirklich als letztes. Ach nee, das war das verschmutzte Fernrohr, genau, das müssen wir jetzt spülen. Das müssen wir spülen.
So, ach so, scheiße, ich sollte das vielleicht erst da benutzen, wo die Dusche ist, weil ich gerade nämlich überhaupt nicht sehe, wo ich hingehe. So, Moment. So, das müssen wir hier sauber machen. Ah, so. Ja, das Fernrohr, ich glaube, den Code haben wir ja schon. Ich glaube, das bringt mir jetzt auch nichts mehr, ne? Ich glaube nicht. So, das war der Code. Wunderbar, das haben wir. So, dann hier musste ich, was musste ich hier nochmal machen? Ich glaube, war das mit der Kerze? Nee, da hatte ich irgendwas bekommen, was ich damit durchtrennen kann. So, warte, was musste ich als nächstes nochmal machen? Ihn auf jeden Fall noch nicht aufziehen, weil es bringt ja noch nichts. Ach, wie war denn das? Warte mal, muss ich da nicht noch mit der Kerze den Strick durchbrennen? War das nicht so? Muss ich nicht mit der Kerze den... Oder war das irgendwas anderes? Ach nee, Muss ich nicht mit der Kerze den Strick durchbrennen? Doch, das war so. Genau. Perfekt. Genau, hier waren die Ballons. Wo ich immer noch nicht weiß, ob da irgendwas drin ist. Ich guck's jetzt einfach nochmal. Ja, okay. Ich glaube, wir brauchen aber nur den Ballon. Ich würde da gerne ein Achievement für haben, ganz ehrlich. Und was ein Glück, dass Lucas auf Spielchen steht. Der hätte uns jetzt schon locker töten können. Wir haben keine Waffen und nichts. Der hätte uns jetzt einfach das Licht ausblasen können. Aber wie das immer so ist, ne? Bösewichte haben oftmals Freude daran, Leute zu quälen oder beziehungsweise einfach, ja, zu testen, bla bla bla. Die genießen es einfach. Die wollen nicht einfach Leute in den Kopf schießen. Nein, die wollen es genießen. Die wollen es mit Ethan genießen. Hahaha, Entschuldigung. Der war wirklich ganz schlecht. So, Happy. Eigentlich weiß ich den Code ja schon. Der ist Loser, aber wahrscheinlich hat er den Code geändert. Warte mal. Ich probiere es jetzt trotzdem aus. Okay, so. In dem Raum sind wir dann nämlich abgefackelt. Kann ich mich dann hier später verstecken vor dem... Nee, ist das Ventilrad. Quatsch, hier bin ich gar nicht abgefackelt. Das war woanders. Okay, so. Ich kann jetzt aber... Genau, stimmt. Ich brauche den Clown nicht auslösen, weil ich habe das Passwort. Ich habe jetzt einen Schritt übersprungen. Perfekt, ich kann jetzt hier den Ich brauche den Luftballon eigentlich nicht da drauf stecken, oder? Ich kann doch jetzt hier schon das Ventilrad benutzen. Ich brauche den Luftballon doch gar nicht, oder? Ich kann die Kerze doch jetzt schon reinstecken. Ja, natürlich. Ich brauche das doch gar nicht machen. Oder ist in dem Luftballon irgendwo... Ja, da ist der Stift drin. Und den Stift brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ich brauche mich auch nicht vor dem Clown verletzen lassen, weil wir haben das Video geschaut. Oh, wei, 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 wei. So, das hat geklappt. Weil warum sollte ich die Schritte nochmal so machen und mich verletzen lassen? Oh Gott. Ah! Ja, ja. So, jetzt wäre nämlich alles in Flammen aufgegangen. Hier, da rein. Oh, das... Okay, jetzt weiß ich auch, wofür das war. Weg, 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 weg. Alter Finne. Okay, ich gehe noch ein Stück zurück. Ich weiß nicht, wie stark diese Bombe ist. Ja, ein Scheißdreck, ne? Drauf gehen, von wegen, lieber Herr Travis. Und damit haben wir jetzt wahrscheinlich... Tja, lieber Lucas. Es tut mir leid. Nein, tut's nicht. So, das nehmen wir jetzt mal mit. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ausstatten. Also... wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Pillen? Nein. Mann, der hat das jetzt alles so blöd sortiert hier. Die Magnum? Nein. So, die Flinte. Die Flintenmunition. So, die verbesserte Pistolenmunition.
Die Verteidigungsmünze, ganz wichtig, die ist Gold wert. Das Messer. Und die G17, ein Pistolenstandardmodell für einfache Handhabung. Nein, das ist die andere, die M19, die eine relativ kraftvolle Pistole, die macht mehr Schaden. Okay, und den Reparatursatz weiß ich nicht, glaube ich, brauche ich im Moment nicht. So, die Sachen brauche ich doch jetzt eigentlich auch nicht, oder? Das würde mich eigentlich nur verletzen, glaube ich. Warum soll ich das jetzt noch machen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das gibt mir gerade so ein bisschen zu denken, dass ich diese Sachen noch habe. Das gibt mir gerade wirklich zu denken, jetzt mal ohne Mist. Warum habe ich das noch? Ja gut, okay, wir sind geheilt, wir haben dreimal Dingens, wir haben... Ja, wir haben eigentlich... Eigentlich sind wir doch gerade grün, oder? Wir haben doch alles. Wo ist denn die Flinten... Achso, warte, die Flintenmunition muss ich noch mitnehmen. Wo ist die? Die Flintenmunition... da. Okay. Dann sind wir eigentlich soweit wieder grün. Ich würde aber trotzdem, es tut mir leid, Leute, ich gehe trotzdem noch mal ganz kurz speichern, weil einfach aus Gründen. Ich gehe einfach noch mal kurz speichern, weil es ist, glaube ich, besser so. Ach halt, falsche Richtung. Entschuldigung, ich bin falsch gelaufen. Weil wenn wir es können, dann mache ich es auch. Oder warte. Ich komm hier nicht zum Speicherpunkt, ne? Nee, ich muss vorne rumlaufen. Ach nee, scheiße. Stimmt, ich komme ja hier gar nicht dahin, oder? Ich glaube, ich komme da... Nee, da komme ich ja nicht mehr hoch. Da gibt es ja keine Leiter. Oder kann ich jetzt den Aufzug benutzen? Ich muss gleich mal gucken, wenn ich vorne da bin, ob ich den Aufzug jetzt benutzen kann. Okay, das ist aber... Ich weiß nicht, ob das schneller ist, ehrlich gesagt. Boah, ich dachte, das wäre es jetzt gleich schon hier. Da kommt da noch so viel. Und wir haben den Reparatursatz. Das heißt, es gibt irgendwo noch was. Irgendwo gibt es noch was. Irgendwo gibt es noch was. Eine defekte Waffe wahrscheinlich. Irgendwo. Okay. Speichern. Boah, Leute, ich bin so angespannt. Ist so geil einfach. So. Beautiful. So. Und wenn der Zombie so aussieht wie gerade auf dem Bild. Also, nein, nicht auf dem Bild, sondern gerade da in dem Stuhl, der da gesessen hat. Dann Halleluja. So, kann ich jetzt... Ich will mal ausprobieren, ob ich den... Ja, natürlich kann ich den benutzen. Warum sollte ich den auch nicht benutzen können? Cool. Finde ich geil. Finde ich cool. Dann kann man hier einmal durch quasi. Das dauert jetzt halt ein bisschen. Aber ich glaube, ich bin trotzdem schneller, wenn ich mit dem Aufzug fahre, als wenn ich jetzt nochmal hin durch den Flur renne. So, du bist als Nächster dran. Warum hat er das dann dahin gesetzt, wenn er sowieso vorhatte, dass wir in dem Escape Room sterben? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Er ist ja davon ausgegangen, dass wir in diesem Raum sterben. Trotzdem aber sitzt hier diese Puppe und die sagt, 1408, du bist als Nächster dran. Sind wir... Ah, jetzt verstehe ich das. Moment. Das ist der Loser. So ist das gemeint. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Das ist der, der in dem Raum gestorben ist. Den hat er dann hier hingesetzt. Der ist abgefackelt. Der hat sich nicht mehr in einen Zombie verwandelt, sondern der ist verbrannt. Sage ich jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ja, keine Ahnung. Könnte durchaus sein. Also das brauchen wir ja dann nicht machen. Das verletzt uns nur unnötig. Das ist Quatsch. Das ist Verscheidungsverschwendung. Dann gehen wir jetzt mal hinten in die Ecke, wo ein Loch jetzt in der Wand ist. Welches wir eben netterweise gesprengt haben. Hallo? Warte, ich bin falsch. Wo war denn jetzt hier? Ich habe doch hier ein Loch in die Wand gesprengt. Wo ist das? Ach, hier. Entschuldigung. Ah, das kann man jetzt auch gar nicht mehr machen, siehste? Also man muss das so machen, alles klar. Lee Isin, kannst du mal bitte deine Taschenlampe anmachen?